Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Festsaal der Arbeiterkammer in Feldkirch. Und ich freue mich, dass wir heute am 23. Jänner 2014 den neuen Zyklus Wissen fürs Leben mit einem Thema eröffnen können, das zentral ist für die Arbeiterkammer, nämlich die Bedeutung der Arbeit, die Bedeutung von Kollegialität und guter Führung im Hinblick auf unsere Gesundheit. Und ich freue mich, dass ich dies in Form eines Gespräches tun kann mit einem exzellenten Wissenschaftler und Forscher, nämlich mit Universitätsprofessor Dr. Joachim Bauer aus Freiburg. Ganz herzlich willkommen. Kurz ein paar Angaben zur Person. Joachim Bauer ist Neurobiologe, Arzt und Psychotherapeut. Er lehrt und forscht an der Universität Freiburg. Für seine Forschungsarbeiten erhielt er den renommierten Organon-Preis der Deutschen Gesellschaft für biologische Psychiatrie. Sie haben mehrere faszinierende Sachbücher veröffentlicht, die ich und wahrscheinlich viele mit großem Gewinn gelesen haben. Das Gedächtnis des Körpers, wenn Sie sich daran erinnern, oder das Buch Warum ich fühle, was du fühlst, Prinzip Menschlichkeit, Lob der Schule, das kooperative Gehen, Schmerzgrenze. Das Buch haben wir auch in diesem Rahmen vorgestellt. Und jetzt neu dieses Buch Arbeit, warum unser Glück von ihr abhängt und wie sie uns krank macht. Die Zeitschrift Cicero, das Magazin für politische Kultur, zählt Joachim Bauer zu den 500 einflussreichsten Intellektuellen im deutschsprachigen Raum. Ja, Arbeit ist sehr wichtig in vielerlei Hinsicht. Sie füllt ja auch fast den Großteil unseres wachen Lebens aus. Doch über Arbeit und speziell über den Zusammenhang von Arbeit und Gesundheit, Arbeit und ihr Beitrag zum Glück, zum guten Leben, wird eigentlich ganz wenig gesprochen. Sie und Ihre Arbeitsgruppe an der Universität Freiburg bilden da eine Ausnahme, weil Sie sich seit vielen Jahren mit Fragen der Gesundheit im Beruf beschäftigen und auch zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen in international anerkannten Zeitschriften veröffentlicht haben. Jetzt dieses Buch. Was ist das Anliegen oder welches sind die Motive für dieses Buch über die Arbeit? Ja, es ist eigentlich erstaunlich, wie wenig wir jedenfalls im deutschsprachigen Raum über die Arbeit im Miteinander im Gespräch sind, was vielleicht daran liegt, dass Arbeit nicht so einen Sexfaktor hat für viele Menschen, vor allem nicht, leider nicht für die Journalistinnen und Journalisten. Mir fällt immer auf, ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, aber in Deutschland ist immer abends bei den Abendnachrichten eine kurze Einblendung in den Börsensaal der Frankfurter Finanzbörse und dann muss man sich, ob man das will oder nicht, minutenlang anhören, wie die Kurse sind, was ja nur die interessiert, die spekulieren an der Börse oder die ihr Geld da angelegt haben. Und ich frage mich, warum gibt es eigentlich nicht jeden Abend auch einen Bericht über die Arbeitswelt? Das heißt, über die Millionen Menschen, die diese Werte erzeugen. Nicht? Man könnte ja auch einen täglichen Bericht machen über die Gesundheitslage, über die Arbeitsunfähigkeitsrate des heutigen Tages. Das interessiert merkwürdigerweise keinen, sondern der ganze Fokus, wir werden erzogen, nur auf auf diese Seite des Wirtschaftslebens zu legen, wo Geld verdient wird. Aber wir müssen ja eigentlich auch uns dafür interessieren, wie dieses Kapital erwirtschaftet wird. Nichts gegen das Geld. Aber wir müssen ja eigentlich viel stärker hinschauen, wie diese Werte entstehen. Und die entstehen durch Arbeit. Und von daher
war ein Wunsch, den ich mit diesem Buch auch ausdrücken wollte, dass wir innerhalb unserer Gesellschaften hier in Mitteleuropa vielleicht doch wieder mehr über die Arbeit sprechen sollten. Nicht zuletzt auch deshalb, weil wir zwar wissen, dass die Arbeit eine große Ressource ist, sie kann glücklich machen, sie kann uns befriedigen, aber wir haben doch eine Menge Menschen, die im Arbeitsleben krank werden. Und das sollte eigentlich ein Grund sein, auch das sollte ein Grund sein, wenn nicht andere Gründe schon ausreichen, dann sollte zumindest die Tatsache, dass wir relativ hohe Raten von Menschen haben, die im Arbeitsprozess gesundheitliche Probleme kriegen, sich mit der Arbeit zu befassen. Und wir hatten mal in Polen, die Situation in den 80er Jahren in Polen ist sicher nicht vergleichbar mit der Situation, die wir heute in Mitteleuropa haben. Aber da, dieser Aufbruch der Solidarność damals, das war nicht nur die Auflehnung gegen ein repressives System, was wir Gott sei Dank hier nicht haben in Mitteleuropa, sondern es war auch der Aufbruch einer Gesellschaft, mal wieder sich mit dem Thema Arbeit zu befassen. Und ich glaube, einen solchen Aufbruch brauchen wir heute auch wieder. Denn wir haben unglaubliche Veränderungsprozesse in der Arbeitswelt laufen seit den 80er Jahren. Dazu kommen wir noch. Laufen unheimliche Arbeitsprozesse ab, die will ich jetzt noch nicht näher beschreiben, weil wir dazu noch kommen. Aber wir haben eben große Veränderungen und ich glaube, es ist an der Zeit, sich mal wieder intensiv mit dem Thema Arbeit zu befassen. Ich möchte nämlich zuvor noch darauf hinweisen, die Tatsache, dass so wenig über Arbeit geredet und auch so wenig geforscht wird, hat ja meiner Meinung nach zwei Gefahren. Nämlich zum einen, man sieht oder will gar nicht sehen die Gefährdungen, die mit der Arbeit verbunden sind, und man redet nicht darüber. Ich war relativ erstaunt, in Ihrem Buch zu lesen, dass es offenbar in Wirtschaftskreisen so eine Art Sprachregelung gibt, nämlich dass man sagt, die Ursachen für psychische Erkrankungen, die liegen ausschließlich im privaten, im persönlichen, im familiären Bereich. Mit der Arbeit haben psychische Erkrankungen nichts zu tun. Naja, gut, wenn ich also Unternehmer wäre, würde ich das auch so machen. Jeder versucht natürlich, die Schuld für missliche Umstände irgendwo anders unterzubringen. Ich glaube, die Wahrheit liegt in der Mitte. Man kann natürlich auch an Ursachen krank werden, die nichts mit der Arbeit zu tun haben. Man kann krank werden, weil man ungesund lebt, weil man zu wenig Schlaf hat, weil man mit irgendwelchen Suchtverhalten unterwegs ist. Man kann krank werden, weil man sich zu wenig bewegt, sich falsch ernährt. Also alles das sind auch Krankheitsursachen. Man kann auch einfach aus Schicksal und Pech krank werden, weil bestimmte genetische Dispositionen da sind und so weiter. Aber man kann auch krank werden durch die Arbeit, was ja auch nicht weiter verwunderlich ist, denn wir verbringen ja eigentlich den Großteil der Zeit, die wir nicht im Bett verbringen, wo wir schlafen, sondern wo wir auf sind, einen Großteil dieser Zeit verbringen wir ja am Arbeitsplatz. Das heißt, wie sollte es denn anders sein, als dass die Umstände, die wir haben am Arbeitsplatz, dass die auch einen Einfluss auf unsere Gesundheit haben? Ich habe gesagt, man will das nicht sehen, man redet aber auch nicht darüber oder sehr wenig, beziehungsweise die krankmachenden Gefährdungen, die werden sehr schnell einmal bagatellisiert, also klein geredet oder schön geredet, oder sie werden in Abrede gestellt oder ironisiert. Und das ist ein zweites, was ich auch mit Erstaunen in Ihrem Buch gelesen habe, dass es in Deutschland so eine Art Kampagne, eine undifferenzierte Polemik von Psychiatern gegen das Burnout, genauer gegen den Begriff oder die Diagnose des Burnout gegeben hat. Welches Ziel hatte diese Kampagne oder um was ging es da? Ja, nun, es ist in der Tat so gewesen, dass im Herbst 2011, glaube ich, eine Art Kampagne gestartet wurde, an der sowohl Berufsorganisationen von Psychiatern als auch wichtige Pressemedien, große Journale, aber auch das Fernsehen beteiligt waren, die gemeinsam in einer Art konzertierten Aktion versucht haben, den Eindruck zu erwecken, Burnout, also die mit dem Arbeitsplatz zusammenhängende Gefährdung der Gesundheit, das gäbe es gar nicht, das sei aufgeblasene heiße Luft.
Und entweder sei das alles nur Einbildung oder wenn jemand wirklich ein Problem habe, dann habe er auch gleich eine Depression. Dann sei das nicht Burnout, sondern eben Depression. Und darin ist der Versuch zu sehen, die Aufmerksamkeit wegzulenken vom Arbeitsplatz, der die Gesundheit beeinflussen kann, und zu sagen, gut, wenn jemand eine Depression hat, dann liegt es ja an den Genen und dann hat er halt so eine Konstitution, also so eine Veranlagung dazu, und dann ist sozusagen der Arbeitsplatz aus dem Schneider. Und das halte ich für das kann man bezeichnen als Psychiatrisierung, nicht? Wir haben sowieso so eine Tendenz in unseren Gesellschaften, alles zu psychiatrisieren, anstatt einfach mal konkret hinzuschauen, in welchen Kontexten, in welchen Situationen bleiben Menschen gesund und in welchen Kontexten werden Menschen krank. Es ist auch so, dass wir noch nicht in allen Bereichen der Medizin, speziell auch in der Psychiatrie, noch so einen Nachholbedarf haben, die neuesten Forschungserkenntnisse einzubeziehen. Wir wissen aus der Genforschung, in der ich selber viele Jahre aktiv tätig war, dass Gene nicht etwas sind, was von vornherein festgelegt ist und was von vornherein determiniert, ob ein Mensch gesund oder krank wird in seinem Leben, sondern die Aktivität von Genen wird beeinflusst durch die Lebensumstände, in denen wir leben. Das ist ein völlig neues Denken, das erst seit 20 Jahren so ein bisschen aufgekommen ist, dass wir Forschungsergebnisse haben, die zeigen, dass soziale Erfahrungen, die wir im sozialen Feld machen, die körperlichen Systeme unseres Körpers beeinflussen, bis hinunter zu der Aktivierung von Genen. Und das heißt, wenn eben Gesundheit oder Krankheit in Frage stehen, dann müssen wir immer auch fragen, welche Lebensumstände, in denen wir unterwegs sind, aktivieren Gene, die Gesundheit erzeugen, und welche Lebensumstände aktivieren Gene, die Stressgene sind und die dann Krankheit erzeugen. Und wir wissen aus der Forschung, dass natürlich auch die Arbeit als soziale Erfahrung, die Arbeit ist ja eine soziale Erfahrung, die wir machen, sehr wohl auf den Körper einwirkt und auch die Arbeit eben zur Aktivierung oder Inaktivierung von Genen führen kann und damit die Gesundheit des Körpers beeinflussen kann. Wir müssen also ganz neu denken, auch über Gene. Und wir müssen begreifen, dass alle sozialen Erfahrungen, die Menschen in ihrem sozialen Umfeld machen, die körperlichen Strukturen und die biologische Gesundheit des Körpers beeinflussen können. Also, dass man über den Begriff, ob Burnout oder Depression streitet, ist nicht nur eine Haarspalterei, sondern es ist ganz wichtig, wenn man vom Burnout ausgeht, dann bedeutet das, die Arbeitsbedingungen sind es, die uns krank machen, und daran müsste man was ändern. Wenn man von einer Depression ausgeht, dann bedeutet das, was Sie als Psychiatrisierung bezeichnen, man verschreibt einfach Medikamente, statt die Arbeitsbedingungen zu verändern. Ja gut, jetzt müssen wir vielleicht ganz kurz den Unterschied zwischen diesen beiden Konzepten, Burnout und Depression, einfach mal erklären, denn es gibt ja beides. Es gibt Burnout und es gibt Depression. Ich möchte aber vorausschicken, ich will jetzt nicht, und das wollen wir beide, glaube ich, nicht heute ein Klagelied über die Arbeit, und das ist ja alles so schrecklich und das macht die Arbeit, das macht Depression, noch, ja. Sondern wir werden ja auch noch darüber reden, dass die Arbeit das Potenzial hat, uns gesund zu halten, dass sie Freude machen kann, ja, und so weiter. Genau. Aber jetzt reden wir mal ganz kurz über Burnout und Depression. Burnout ist eine auf den Arbeitsplatz bezogene Störung der Leistungsfähigkeit und der Motivation. Und zu unterstreichen ist auf den Arbeitsplatz bezogen. Das heißt, es ist eine Störung von Motivation und Arbeitsfähigkeit, von Leistungsfähigkeit, die vor allem im Bereich des Arbeitsplatzes entsteht. Die Depression ist eine Gesundheitsstörung, die den ganzen Menschen erfasst, nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch im Privatleben. Die Depression besteht aus Verlust des Selbstwertgefühls, Verlust der Lebensfreude, Verlust der Lebenskraft und Selbstmordgedanken, also Selbsttötungsgedanken. Das sind die großen Probleme, die wir bei der Depression haben. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man vom Burnout
sozusagen eine Entwicklung hin zur Depression nimmt. Das gibt es schon. Aber zunächst mal sind die beiden Dinge verschieden, nicht? Und wir sollten das auf keinen Fall gleichsetzen, weil es sich um völlig unterschiedliche Bilder handelt, die zwar Überschneidungsflächen haben, aber die sich auch unterscheiden. Was das Buch in der Langform und das jetzige Gespräch in geraffter, in kompakter Form bietet, das ist eine Navigationshilfe, eine wissenschaftlich fundierte Orientierung für alle, die sich Gedanken um die Arbeit machen. Also für alle, die wir hier sind, für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, für Vorgesetzte, für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen natürlich, für Betriebsärzte und Betriebsärztinnen, Arbeitspsychologen, Arbeitspsychologinnen, für Psychiater, besonders natürlich für die Arbeiterkammer als gesetzliche Interessensvertretung der Arbeiter. Und es ist auch eine Navigationshilfe, eine wissenschaftlich fundierte Orientierung, schreiben Sie, für Angestellte, für Gewerkschafter, für Politikerinnen. Diese Navigationshilfe ist deshalb notwendig, weil schon beim Untertitel, warum unser Glück von ihr abhängt und wie sie uns krank macht, klar wird, und erst recht dann, wenn man das Buch liest, die Arbeit hat ein Doppelgesicht. Die Arbeit ist extrem ambivalent. Sie schreiben, die menschliche Arbeit ist ein ambivalentes, mit gewaltigen Chancen und zugleich abgründigen Gefährdungen verbundenes Projekt. Mhm. Journalistisch vereinfacht und bildlich gesprochen könnte man sagen, Arbeit kann Himmel oder Hölle sein. Mhm. Arbeit kann bedrücken oder erdrücken oder beglücken, sie kann erfüllen oder leer machen. Und es ist wahrscheinlich wichtig, dass wir diese Ambivalenz kennen, dass wir uns dieser Ambivalenz bewusst sind und auch die Gründe kennen, die dafür verantwortlich sind, ob Arbeit zum Himmel oder zur Hölle auf Erden wird. Also die Arbeit bietet viele Dinge, die Bedürfnisse befriedigen können, die in uns biologisch angelegt sind. Was ist das? Biologisch in uns angelegt ist, dass wir kreativ sein wollen. Wir wollen uns bewegen, wir wollen was machen, wir wollen Einfluss auf unsere Umgebung nehmen, was basteln, was gestalten, was aufbauen. Das ist ein biologisch angelegtes Bedürfnis des Menschen und die Arbeit kann dieses Bedürfnis befriedigen. Ein weiteres biologisch angelegtes Bedürfnis des Menschen ist, dass wir Anerkennung und Wertschätzung anderer Menschen haben wollen. Das ist eine der wichtigsten Triebkräfte, die im Menschen biologisch angelegt sind. Wir wollen zugehörig sein und von anderen anerkannt und wertgeschätzt werden. Auch das kann die Arbeit bieten. Und zwar sowohl am Arbeitsplatz, wo wir zeigen können, was wir können, wo wir uns einbringen und dann vielleicht das Lob der anderen oder die Anerkennung der anderen haben, als auch zu Hause, wo man sagt, hey, schön, dass du hier für die Familie mitsorgst, dass du deinen Beitrag leistest, dass wir hier zusammen leben können, nicht? Also soziale Verbundenheit. Menschen wollen nicht alleine sein. Auch das ist ein biologisch angelegtes Bedürfnis. Und das kann die Arbeit auch geben. Wir arbeiten ja meistens im Kollegenkreis. Das heißt, wir sind miteinander verbunden, man ist miteinander im Gespräch, man sieht, wie die anderen ihre Sachen machen und die gucken, was ich mache. Das ist also eine soziale Verbundenheit. Und diese ganzen Grundbedürfnisse, die wir als Menschen haben, die kann die Arbeit befriedigen. Und dann macht sie auch gesund. Wir sehen, dass Menschen, die gerne arbeiten wollen und nicht arbeiten dürfen, weil sie arbeitslos sind, weil sie keinen Arbeitsplatz finden und oder keinen angeboten kriegen, dass diesen Menschen geht es echt schlecht. Ja? Das heißt also, nicht zu arbeiten ist keine Lösung, sondern Menschen wollen sich nützlich machen. Das hängt mit unserer Biologie zusammen. Menschen wollen nützlich sein für andere Menschen. Und was gibt es eine bessere Möglichkeit, sich nützlich zu machen, als die Arbeit? Insofern ist sie eine große Chance, ist eine große Ressource des Menschen und sie kann uns glücklich machen. Deswegen ist dieser Untertitel auch richtig. Auf der anderen Seite ist es so, dass wenn ich natürlich an der Arbeit, am Arbeitsplatz bin und sein muss, weil ich Geld verdienen muss, aber Wertschätzung nicht kriege, am Arbeitsplatz sie nicht kriege, vielleicht auch zu Hause keine Wertschätzung kriege, wenn die Kollegialität nicht stimmt, wenn also keine Verbundenheit da ist am Arbeitsplatz, wenn es kein Miteinander gibt, sondern nur Streit und Stress
oder wenn die Entlohnung für die Arbeit nicht ausreicht, damit ich leben kann, dann kann die Arbeit in der Tat, wie Sie gesagt haben, zur Hölle werden. Also das ist jetzt sehr extrem gesprochen, aber klar, sie kann zum Krankheitsfaktor werden. Und das, was sie dann macht, ist, dass sie, wenn sie glücklich macht, wenn sie also Wertschätzung und Anerkennung bringt, dann werden im Gehirn Gene angedreht, die am Ende dazu führen, dass Glücksbotenstoffe ausgeschüttet werden. Und diese Glücksbotenstoffe halten uns gesund, die schützen uns vor Depressionen. Und wenn wir am Arbeitsplatz eine Situation haben, wo Anerkennung und Wertschätzung fehlt, wo wir permanent Konflikte haben, wo wir vielleicht gemobbt werden oder wo wir eine schlechte Führung haben, wo Vorgesetzte sich ungeschickt verhalten und Stress erzeugen, dann werden im Körper Gene angedreht, die Stressbotenstoffe machen. Und die dauerhafte Ausschüttung von Stressbotenstoffen, das wissen wir, macht krank. Das schädigt das Immunsystem, schädigt das Herz-Kreislauf-System und kann Depressionen auslösen. Also wenn Sie jetzt über die Faktoren sprechen, die dazu führen, ob Arbeit gesund oder krank macht, aber vor allem eben was gesund macht, dann ist das keine, sage ich jetzt auch einmal so flapsig, humanistische Gefühlsduselei halt von einem Gutmenschen, der sich dafür einsetzt, dass die Arbeit humanisiert wird, sondern es geht hier um die Erfüllung, um die Beantwortung, um die Befriedigung biologischer, neurobiologischer Bedürfnisse. Ja. Wir brauchen das, ja. Also nicht nur, weil jemand denkt, das sollte so sein. Ja, das ist etwas, was in betriebswirtschaftlichen Kreisen, also in Wirtschaftskreisen und bei Menschen, die eine Ausbildung machen, damit sie dann Chefs oder Vorgesetzte in Betrieben werden können, also im bei den Betriebswirten, bei den Kaufleuten, bei den Managern eine Erkenntnis, die dort viel zu wenig noch angekommen ist, dass Menschen nicht wie Maschinen funktionieren, denen man einfach sagt, was zu tun ist und dass es sozusagen bei einer Maschine spielt es keine Rolle, ob ich freundlich, ob der Programmierer freundlich ist oder unfreundlich. Eine Maschine kann keinen Stress erleben, die muss einfach richtig programmiert oder gebaut werden. Bei Menschen ist es was anderes. Menschen müssen nicht nur gesagt kriegen, was sie machen sollen, sondern Menschen hängen in ihrer Leistungsfähigkeit auch davon ab, wie die Atmosphäre drumherum ist. Nicht? Das heißt, der Mensch ist keine Maschine, sondern der Mensch ist ein soziales Lebewesen. Wir sprechen in der Hirnforschung auch davon, dass der Mensch ein sogenanntes Social Brain hat, ja, womit gemeint ist, unser Gehirn und unser ganzer Körper ist davon abhängig, dass wir uns in sozialer Gesellschaft befinden, wo wir gute Beziehungen mit anderen haben. Unser Körper guckt nämlich permanent, ohne dass wir darüber nachdenken müssen, ganz automatisch guckt unser Körper, wie sind die Beziehungen mit den Menschen, die gerade um mich herum sind. Und ob ich Motivation habe, ob ich Schaffenskraft habe, Lust habe, mich anzustrengen, hängt ganz entscheidend ab, wie die Qualität der Beziehungen ist, in denen ich gerade stehe. Das heißt, wenn ich einen Arbeiter oder eine Arbeiterin, einen Angestellten oder eine Angestellte an einem Arbeitsplatz unfreundlich behandle, Druck mache, sie entwürdige, ja, rumbrülle vielleicht sogar, ja, bedrohe mit Kündigung. Wenn ich also nur Druck aufbaue, dann heißt es nicht, dass diese Angestellte mehr leisten wird, sondern im Gegenteil, ich beeinflusse den Körper dieser Frau, ohne dass sie selber dazu etwas tut. Ich beeinflusse den Körper dieser Frau in der Weise, dass die Motivationssysteme dieser Frau oder dieses Mannes, der da arbeitet, runterfahren. Durch den Druck, den ich mache, fahren diese Systeme runter und ich beeinträchtige die Leistungsfähigkeit von meinen Mitarbeitern. Und das ist etwas, was in der Wirtschaftswelt noch gar nicht angekommen ist. Das heißt, gute Vorgesetzte sagen nicht nur, was geleistet werden muss, das müssen sie natürlich auch sagen. Wir brauchen klare Ansagen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was soll hier gemacht werden, welche Erwartungen an die Leistung sind da. Das ist schon in Ordnung. Aber gleichzeitig muss auch ein Klima und müssen auch Arbeitsbedingungen hergestellt werden,
die es dem, der Mitarbeiterin und dem Mitarbeiter erlauben, gesund zu bleiben. Und das heißt, es soll ein freundliches Klima sein. Es soll Wertschätzung und Anerkennung da sein. Es soll gute Kollegialität da sein. Es soll ein Klima da sein, was keine Angst erzeugt, nicht? Eines der Hauptprobleme an vielen Arbeitsplätzen heute ist, dass die Menschen sich quasi wie auf der Flucht fühlen. Permanent den Druck im Nacken, Zeitdruck, Hetze, Leistungsdruck, Verdichtung der Arbeit, es muss immer mehr in der gleichen Zeit gemacht werden. Dann kommt noch die Fragmentierung dazu, dass man laufend Unterbrechungen hat, nicht? Dass man viele Menschen müssen rund um die Uhr erreichbar sein, also auch zu Hause, dann geht das Telefon und dann muss man eben auch zu Hause und Urlaub, am Wochenende, zum Teil auch am Wochenende und im Urlaub erreichbar sein. Also dieses Druck machen, das hat sich in der Wirtschaftswelt noch nicht rumgesprochen, das ist kontraproduktiv, das ist eben nicht so, wie man sich das vielleicht naiverweise vorstellt, ich setze jemanden unter Druck, dann macht er auch mehr, sondern auf Dauer, vielleicht kurzfristig, wenn ich jemandem Angst mache, gut, dann wird er vielleicht mal schnell sich ein bisschen aus Angst mehr Mühe geben, aber das ist nicht nachhaltig. Ich werde damit jemanden über mittlere Sicht sozusagen das Krankheitsrisiko erhöhen und er wird mir dann erhöhte Arbeitsunfähigkeitszeiten produzieren und ich mache meine Mitarbeiterschaft krank, indem ich schlechtes Klima verbreite und nur Druck mache. Das ist ja die zentrale Frage und das macht dieses Buch auch so spannend, dass Sie aus Sicht der Neurobiologie fragen, eben was sind die Regeln, nach denen sich entscheidet, was die Arbeit mit den Menschen macht, ob sie uns gut tut und gesund hält oder nicht, ob sie uns glücklich und zufrieden macht oder krank oder unglücklich. Und eben Sie haben uns jetzt schon, um das zu verstehen, muss man ja einiges Grundlegendes über Biologie, über Neurobiologie und über Gene wissen. Einiges haben Sie schon erklärt, dass eben die Beziehungen zum Beispiel unsere Gene massiv beeinflussen. Sie haben noch ein ganz wichtiges Schlüsselwort erwähnt, das man auch immer wieder hört im Zusammenhang mit der Arbeitswelt, nämlich Motivation. Wenn man von Motivation spricht und wie manche Ratgeberbücher das tun, dann hat man den Eindruck, Motivation kann man anordnen oder verlangen oder befehlen, sei doch motiviert, mach doch endlich etwas. Oder auch, dass man meint, Motivation könne man sich selbst befehlen, zum Beispiel durch positives Denken. Ich bin jetzt ganz motiviert und ich denke ganz positiv. Was ist Motivation für Sie als Neurobiologe? Also Motivation ist nichts, was man anordnen kann und auch nichts, was man selber, indem man Druck auf sich selber ausübt, herstellen kann. Das führt nicht zu Motivation. Also positives Denken steigert die Motivation ja, nicht? Ja, eher, ich habe da sogar so ein bisschen einen bösen Spruch manchmal auf der Lippe, dass ich sage, positives Denken macht krank. Also damit ist nichts, sondern man muss sich aus neurobiologischer, aus wissenschaftlich-medizinischer Sicht, wissen wir heute, wie Motivation funktioniert. Wenn ich Motivation in einem anderen Menschen steigern will, dann braucht dieser andere Mensch, dass ich auf ihn schaue, und zwar wohlwollend. Und dass ich, wenn er Probleme hat, das zu tun, was er tun soll, dass ich ihm helfe, dass ich ihm auch sage, was ist falsch, was ist richtig bei der Arbeit und dass ich ihm Unterstützung gebe und dass dann, wenn er gute Arbeit macht, dass ich ihn anerkenne, dass ich ihn ab und zu mal lobe und ihm zeige, dass ich mit seiner Leistung, mit seiner Anstrengung zufrieden bin. Das ist das, was Motivation aktiviert. Das kann man im Labor zeigen heute. Wir wissen, das ist faktisch wissenschaftlich erwiesen, dass die Motivation eines Menschen durch Zuwendung, Wertschätzung und Anerkennung erzeugt wird. Können Sie uns das noch erklären? Also diese biologischen Grundlagen? Ja, weil wir die Botenstoffe kennen, die Motivation machen. Also man weiß heute genau, dass zum Beispiel Dopamin, das ist ein ganz wichtiger Motivationsbotenstoff, der von Nervenzellen in der Mitte unseres Gehirns, im sogenannten Mittelhirn, produziert wird, dass diese Motivationsnervenzellen in der Mitte unseres Gehirns eben nur dann aktiv werden, wenn ich einem Menschen
Anerkennung, Wertschätzung gebe und wenn dieser Mensch auch spürt, dass er zugehörig ist zur Gruppe um ihn herum, also wenn er nicht ausgegrenzt wird. Ja? Ausgrenzung ist zum Beispiel ein Motivationskiller. Ja? Und deswegen da können wir da vom Arbeitsplatz lernen. Das heißt jetzt nicht, dass Vorgesetzte sozusagen Kuschelpädagogik machen müssen mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Vorgesetzte haben zwei Aufgaben. Sie müssen einmal dem Team sagen, was die Leistung sein soll. Was muss geleistet werden, was soll geleistet werden. Und das muss natürlich in einem Maß, die Anforderungen müssen sich in einem Grad bewegen, der auch der bewältigbar ist. Das heißt, ich darf nur Dinge fordern, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch leisten können. Ja? Aber ich darf was fordern, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Das ist die Aufgabe von Vorgesetzten und sie dürfen auch kritisieren, wenn was nicht gut gemacht ist. Sie dürfen das sagen, welche Leistungen ihnen nicht reichen. Ja, aber die zweite Aufgabe, die Vorgesetzte haben, ist, dass sie positiv zugewandt sind zu ihrem Team und dass sie dort, wo Anstrengungsbereitschaft da ist, das auch würdigen. Nicht? Und das habe ich gemeint, wenn ich sage, Vorgesetzte müssen Wertschätzung und Anerkennung geben. Das heißt jetzt nicht, dass sie alle zwei Stunden loben müssen und ganze Tüten von Lob ausschütten sollen über ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern dass sie ab und zu mal deutlich machen, dass sie sehen, was geleistet wird und dass die Mitarbeiter das merken, dass man auf das schaut, was sie tun. Nicht? Und dann entsteht Motivation und dann bleiben in solchen Arbeitsplätzen bleiben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch gesund. Dort haben wir ganz niedere Arbeitsunfähigkeitszeiten. Diese Beziehungen, wie Sie jetzt beschrieben haben, die aktivieren eben in uns im Gehirn Botenstoffe, die Voraussetzung sind, dass wir leisten können, dass wir gesund bleiben, dass wir Vertrauen entwickeln. Ja. Also man kann das auch messen. Also es gibt in der Arbeitsmedizin eine Forschung, die es schon seit vielen Jahren gibt, wo man zum Beispiel gerade weiß, diese Balance zwischen Verausgabung und Belohnung. Das in der Englischen, man sagt ja heute in der Wissenschaft, wird ja alles in Englisch formuliert. Verausgabung ist Effort, ja, Anstrengung, Effort, Verausgabung, Anstrengung auf der einen Seite und Reward, das ist Belohnung, ja. Und das Geheimnis der Gesundheit am Arbeitsplatz ist, dass diese Balance stimmt, das Effort muss ja da sein, wir müssen ja arbeiten und was leisten, weil sonst kommt nichts raus, aber dass das sich auf die Waage halten muss mit Reward. Nicht? Und jetzt kann ich diese Balance kann jetzt kippen. Nicht? Wenn ich zu viel Effort habe und zu wenig Reward, dann werden Menschen krank. Das kann man zeigen mit Studien. Das ist vorhersagbar. Ja? Wenn ich einen Menschen in eine Situation bringe, wo ich zu viel von ihm erwarte, wo ich ihm Druck mache, zu viel Druck mache, Leistungsdruck mache und ihm gleichzeitig dann auch noch wenig Anerkennung dafür gebe, dann kann man vorhersagen, dass der irgendwann in den nächsten Monaten krank wird. Nicht? Und die Balance kann auch jetzt kippen, entweder indem ich zu viel fordere, zu viel Leistungsdruck, zu viel Zeitdruck und Hetze mache oder indem ich zu wenig Anerkennung und Wertschätzung gebe oder beides. Das ist doppelt giftig. Ne? Zum Reward gehört aber nicht nur die gute Atmosphäre am Arbeitsplatz, obwohl die tatsächlich der Hauptfaktor beim Reward ist. Zum Reward gehört auch, dass ich einen fairen Lohn bekomme. Zum Reward gehört die Arbeitsplatzsicherheit. Nicht? Menschen, die permanent Angst haben müssen, dass sie gekündigt werden, haben einen Mangel an Reward. Und wir haben sehr, sehr viele Menschen, die keinen sicheren Arbeitsplatz haben. Mehr als ein Viertel aller Beschäftigten im deutschsprachigen Raum haben sogenannte atypische Beschäftigungen, wo man nicht weiß, wie lange bin ich hier noch beschäftigt. Nicht? Und das ist ein Problem, nicht? Weil solche Leute, die leisten was, haben aber auf der Reward-Seite kein Gegengewicht. Nicht? Die sollen leisten, das wird verlangt, da wird auch sofort kritisiert, wenn die Leistung nicht stimmt, aber es gibt kein Reward und das kann nicht funktionieren. Da gibt's, unser Körper funktioniert so nicht. Wenn wir also so eine Dysbalance haben, wird der Mensch krank. Eine zweite Balance, die ich noch kurz erwähnen kann, ist die Balance zwischen Verausgabung, da haben wir also wieder diesen Effort oder Leistungsfaktor, und
selber beeinflussen können, wie mache ich meine Arbeit. Das nennen die Amerikaner Control. Also nicht die Kontrolle über den Arbeiter, sondern dass der Arbeiter selber oder die Arbeiterin selber kontrollieren kann, wie sie ihre Arbeit macht. Ja? Gestaltungsspielraum würden wir besser sagen. Und das ist auch so eine Balance. Das heißt, Menschen können viel leisten, aber es ist gut für ihre Gesundheit, wenn das, was ich machen muss, wenn ich, I do it my way, würde man nach dem Lied von Frank Sinatra sagen. Das heißt, alle Mitarbeiter müssen sich natürlich an bestimmte Regeln halten, aber es ist gut für die Gesundheit, wenn ich bei meiner Arbeit es ein bisschen so machen kann, wie ich es persönlich mache, ja. Also wenn ich Krankenschwester bin zum Beispiel, dass ich, jeder hat ja eine eigene Art, dass ich auf meine Art auf die Patientinnen und Patienten zugehe, dass ich die Art, wie ich dieses Verhältnis gestalte, während ich meinen Dienst am Kranken tue, dass ich da ein bisschen einen Gestaltungsspielraum habe und dass nicht eine Vorgesetzte da sagt, das dürfen Sie nicht machen und das dürfen Sie nicht sagen, sondern dass ich da eine gewisse Freiheit habe. Oder wenn ich Lehrkraft bin in der Schule, dass ich in der Klasse, die ich unterrichte, auch ein bisschen Luft habe. Das heißt, dass wenn der Lehrer sagt, mich stört es nicht, wenn die Schüler ihre Trinkflaschen auf dem Tisch haben, ihre Wasserflaschen auf dem Tisch haben, die dürfen das bei mir haben, dass dann nicht der Schulleiter sagt, nein, sie müssen das verbieten. Mhm. Ne? Wenn der Lehrer sagt, ich komme gut klar damit, nicht? Dass man also nicht die Art, wie jemand seine Arbeit macht, zu sehr einschränkt, sondern einen Spielraum lässt. Und das ist auch eine ganz wichtige Balance zwischen Demand, also das, was geleistet werden muss, und Control, der Spielraum, den ich habe, wenn ich meine Arbeit mache. Und wenn diese beiden Balancen stimmen, Demand, Control, also viel Spielraum haben und gute Leistung bringen, und auf der anderen Seite Effort und Reward, also Verausgabung und Anerkennung, wenn die Balancen stimmen, dann bleiben Mitarbeiter gesund. Das beschreiben Sie ja auch ausführlich in Ihrem Buch, besonders auch beim Konzept des Burnout spielt das ja auch eine große Rolle, dass hier diese das Gleichgewicht zwischen Anstrengung und Anerkennung, zwischen dem, was man leisten muss, und der Selbstkontrolle, dass das extrem gestört wird. Ja. Und das ist leider ein Kennzeichen heute von vielen Berufen, also diese extreme Normierungswut, das vorgeschrieben und kontrolliert wird eben von oben. Man gibt nicht mehr dem Einzelnen den Spielraum, sondern man meint, man muss alles bis hin zur Kaffeepause und zum Klo gehen, muss normiert und vorgeschrieben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also das ist verbunden, diese Überregulierungswut am Arbeitsplatz, die ist verbunden mit einem Namen, nämlich mit Frederick Taylor. Und Frederick Taylor war ein Ingenieur, der hat von etwa 1850 bis 1915 gelebt, also in der Zeit, wo so die Industrialisierung so richtig über Europa geschwappt ist. Und Frederick Taylor war aber ein Amerikaner und der hat so ein Konzept entwickelt, dass man praktisch jeden kleinen Arbeitsschritt, den ein Arbeiter oder eine Arbeiterin macht, bis ins Kleinste sozusagen festlegt und verpflichtend festlegt und dass dann jeder Schritt mit der Stoppuhr gemessen wird und dass man dann gesagt hat, du darfst für diesen Teilschritt deiner Arbeit so viel Zeit verbrauchen, 0,1 Sekunden, den nächsten Schritt 0,5 Sekunden und so weiter, sodass der Mensch den ganzen Tag wie eine Maschine praktisch zu arbeiten hatte. Und man fand das ganz toll, die Unternehmer fanden das ganz klasse, man meinte, das sei jetzt endlich wissenschaftliche Betriebsführung. Ja. Was man festgestellt hat, war, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter massenhaft krank wurden, dass die auch psychisch einen wahnsinnigen Stress hatten und dass es Aufstände gab in diesen Fabriken, in den USA auch, sodass das in den USA zum Teil verboten wurde, diese Art des Taylorismus. Und es hat dann also zur Abschaffung dieser tayloristischen Mode geführt, aber wir erleben heute wieder die Wiedereinführung, zum Beispiel in der Minutenpflege bei den Krankenschwestern. Eben gerade in Bereichen, die ja nicht, das ursprünglich war das ja bei Taylor in der Industrie, und heute ist das auch in vielen
Zum Beispiel bei Krankenschwestern. Ja, sie dürfen für die, also bei in der Altenpflege zum Beispiel, nicht, sagt die Krankenkasse, wir bezahlen nur so und so viele Minuten pro Patient. Jetzt muss die Krankenschwester für eine bestimmte Dienstleistung, zum Beispiel das Essen hinbringen oder wieder abräumen oder das Bett machen oder den Patienten versorgen, also Wundversorgung machen, muss sie ihn, dafür hat sie nur bestimmte Minuten zur Verfügung. Und wenn sie diese Zeit überschreitet, wenn der Patient zum Beispiel was fragen will oder ein kleines Gespräch braucht, vielleicht weint, weil er sich schlecht fühlt und ein bisschen Trost braucht, dann verliert sie Zeit. Und dann braucht sie für diesen Vorgang, den sie gerade macht, mehr, weil sie ja mit dem sich um den Patienten als Mensch kümmern muss und das nicht vorgesehen. Das wird da nicht bezahlt. Und auch mit uns Ärzten wird das zum Teil so gemacht, dass die Kassen sagen, für diese und diese Handlung dürfen sie nicht mehr Zeit brauchen als das, was wir Refa-mäßig, nicht tayloristisch, mit der Stoppuhr festgestellt haben. Und wenn sie mehr Zeit brauchen, müssen sie selbst dafür zahlen. Dann kriegen sie dafür halt keinen Lohn. Nicht? Das führt dazu, dass in vielen Berufen, wenn man dann sagt, ich lasse mich dadurch nicht einschränken, ich mache trotzdem meinen Dienst in einer menschlichen Art und Weise, dass dann solche Beschäftigten, die also sagen, sie lassen sich da nicht in so ein Korsett sperren, dann eben sehr viel mehr Zeit am Arbeitsplatz verbringen, die sie gar nicht bezahlt kriegen. Nicht? Oder aber, dass sie sich dem unterordnen und dann eine völlig unmenschliche Art der Arbeit haben, nicht? Wo sie ihre Kunden nicht gut behandeln können oder ihre Patienten nicht gut behandeln können. Und da haben wir sozusagen eine Renaissance des Taylorismus und dagegen müssen wir uns wehren. Vieles von dem, was Sie über die Arbeit schreiben, also was Motivation anbelangt, die Motivationssysteme, diese Balancen, das gilt ja auch immer für die Schule. Muss man in Klammer irgendwie auch noch erwähnen, dass... Wir haben ja auch in der Schule Arbeitsplätze, nämlich die Arbeitsplätze von Lehrkräften, nicht? Und im Grunde sind natürlich auch Schülerinnen und Schüler irgendwo, wenn sie so wollen, im erweiterten Sinn Beschäftigte. Nicht? Die müssen ja auch in die Schule hingehen. Sie sollen dort auch bestimmte Aufgaben machen, was zuhören, miteinander arbeiten, Probleme lösen miteinander. Das ist ja auch ein Stück, wenn man so will, Arbeit. Und der Bereich der Schule ist ein ganz wichtiger Bereich. Da sehen wir nämlich sehr deutlich, dass wenn es zwischenmenschlich nicht stimmt, atmosphärisch nicht stimmt, wenn Lehrkräfte nicht eine Ausbildung haben, wo sie es schaffen, im Klassenzimmer eine gute, motivierende Atmosphäre herzustellen, dann werden beide krank. Nicht? Der Lehrer wird krank, wir haben hohe Krankenraten in Deutschland wegen dem hohen Stress, den die Lehrkräfte haben. Und den Schülern geht es dann auch nicht gut, wenn die Atmosphäre im Klassenzimmer nicht stimmt. Sie haben jetzt erwähnt, was es braucht, damit unsere Motivationssysteme funktionieren. Vielleicht noch ganz kurz noch einmal zur Kehrseite dieser neurobiologischen Medaille, wenn man das so sagen könnte. Also was ist schlecht, was ist schädlich, was ist das Gegenteil, was macht uns krank? Und da gibt es ja eine ganze Reihe, Sie haben einzelne Punkte schon erwähnt, Demütigung, Ausgrenzung, Missachtung, also Missachtung, ja. Ignoranz, übersehen, nicht gesehen, nicht wahrgenommen werden, das scheint etwas ganz Zentrales bei der Arbeit, aber auch in der Schule zu sein. Natürlich erst recht Feindseligkeit, Einschüchterung, ja. Beschimpfungen. Also Sie haben im Grunde alles jetzt genannt, was wirklich sehr giftig ist für die Gesundheit. Das kann man so stehen lassen, wie Sie es gesagt haben. Was ich noch dazu fügen würde, ist, viele Vorgesetzte werden von oben selber so unter Druck gesetzt, dass sie diesen Druck weitergeben müssen. Ja? Und da läuft auch was ungut momentan in unserem ganzen Wirtschaftssystem. Es wird sehr häufig zurzeit das Wort des sogenannten Finanzkapitalismus gebraucht. Ohne dass diejenigen, die dieses Wort benutzen, eigentlich genau wissen, was damit gemeint ist. Und dieser Finanzkapitalismus, der hat tatsächlich was zu tun mit dem, was Sie gerade gesagt haben. Und zwar deswegen, wir haben eben zurzeit etwa seit den 80er Jahren, das geht also jetzt schon seit etwa 30 Jahren, haben wir große Kapitalmengen, die global auf der Suche sind nach guten Anlagemöglichkeiten.
sind riesige Kapitalmengen, Tausende von Milliarden, ja, Euro oder Dollar. Oder Dollar. Und das heißt, das sind Anleger, das sind Hedgefonds, Banken und so weiter, die diese Kapitalmassen, die sie haben von Anlegern, irgendwo anlegen wollen, um möglichst schnell das Kapital zu vermehren. Und wie kann man das machen? Indem man eben in eine Firma, sich eine Firma kauft, eine Mehrheit in einer Firma kauft und dann in dieser Firma sofort bestimmte Regeln einführt, die dazu führen, dass der Kurs der Aktie dieser gekauften Firma an der Börse steigt. Dazu kann man am schnellsten Kapital vermehren, durch Kurserhöhungen der Aktien. Und wann steigt der Kurs einer Aktie an der Börse? Na, wenn die Händler an der Börse sagen, in der Firma sind Veränderungen durchgeführt worden, die uns höhere Profite erwarten lassen, dann steigt an der Börse sofort der Kurs, weil die Aktie einer solchen Firma wird stärker nachgefragt. Jetzt ist die Frage, was ist denn das, was in einer Firma passieren muss, damit an der Börse der Eindruck entsteht, diese Aktie kann jetzt steigen. Das ist Umstrukturierung und Entlassung. Ja. Und zwar ganz unabhängig, und deswegen passiert jetzt Folgendes, wenn ein Hedgefonds oder eine Bank reingeht in eine Firma, sorgen sie dafür, dass sofort umstrukturiert wird und möglichst auch Entlassungen stattfinden. Weil das ist genau das Signal, was die Börsen brauchen, damit dort der Kurs steigt, damit dann wieder die Anleger ihr Kapital vermehrt haben. Und was jetzt passiert ist, dass also in vielen Firmen, die wir haben, in vielen großen Konzernen und Automobilfirmen, Technikfirmen und so weiter, überall da, wo eben produziert wird, dass aufgrund dieses Systems die Leitungen von Firmen gezwungen werden, von ihren Kapitalanlegern Umstrukturierungen zu machen. Und zwar egal, ob das gut für die Firma ist oder nicht, darauf kommt es gar nicht so sehr an, sondern es soll einfach umstrukturiert werden. Es soll permanent Unruhe geschaffen werden. Mitarbeiter, die lange Arbeitsverträge haben, feste Arbeitsverhältnisse haben, sind störend, weil das die Umstrukturierungsmöglichkeiten einschränkt. Also das heißt, es soll permanent umstrukturiert werden. Es darf nie Ruhe einkehren. Und permanente Umstrukturierungen bedeuten, dass quasi Instabilität zu einem Qualitätsfaktor wird. Ja, das ist das, was die Börsen gerne sehen. Das soll nie Ruhe einkehren, sondern, und das bedeutet aber für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, permanent unter Druck gesetzt werden, ja, permanent Angst um den Arbeitsplatz haben, permanent verschoben werden, umgesetzt werden. Nicht? Niemand soll sich irgendwo einnisten innerhalb der Firma, sonst wird permanent rogiert. Nicht? Auch Vorgesetzte werden laufend ausgetauscht. Nicht? Und das bedeutet, dass in diesen Firmen eine Atmosphäre herrscht, die letztlich auf die Gesundheit durchschlägt. Und das zeigen auch die entsprechenden wissenschaftlichen Untersuchungen. In den deutschsprachigen Ländern, hier in Mitteleuropa, sagen 42% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass ihre Firma in den letzten 2 Jahren umstrukturiert wurde. Also fast die Hälfte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist davon betroffen, dass die eigene Firma umstrukturiert wurde in allerjüngster Zeit. Und die Untersuchungen zeigen gleichzeitig, dass diese Umstrukturierungen eine massive Verdichtung der Arbeit zur Folge haben. Also es muss mehr geleistet werden in gleicher Zeit. Und zweitens eine Zunahme von sogenannten atypischen Verhältnissen, das heißt Arbeitsverhältnissen. Das heißt, die Leute kriegen keine festen Anstellungsverträge mehr, wo sie wissen, ich bin jetzt erst einmal auf Dauer hier angestellt, sondern sie kriegen nur noch Zeitarbeitsverträge oder befristete Arbeitsverträge. Nicht? Und die statistischen Zahlen zeigen, dass in solchen Betrieben sofort die Krankenraten hochgehen. Nicht? Das heißt, die Leute werden ausgequetscht wie eine Zitrone und dadurch einem erhöhten Krankheitsrisiko ausgesetzt. Nicht?
Und das ist das, was ein Politiker in Deutschland eben, dieser Mechanismus, dass der Finanzkapitalismus quasi reingeht in die Firmen, diese permanenten Umstrukturierungen macht, zulasten der Gesundheit der Arbeitnehmer, dann wird die Firma wieder verkauft, ist dann manchmal ruiniert. Ja, aber die, die da reingegangen sind, ziehen mit Gewinn davon. Das ist das, was ein deutscher Politiker mal mit Heuschrecken bezeichnet hat. Nicht? Die Kapitalanleger kommen, gehen rein, ruinieren die Firma, ziehen aber mit Gewinn davon und ruinieren dann die nächste Firma. Und das ist etwas, was wir zurzeit stark erleben. Mir ist das im Grunde egal. Mich interessiert das als Arzt nur insofern, als es die Gesundheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ruiniert. Und deswegen sollten wir diese Dinge abstellen. Das ist auch der große Unterschied zwischen börsennotierten Firmen und Firmen, die nicht an der Börse sind. Ich denke mir oft zum Beispiel, der größte Industriebetrieb in Vorarlberg, Blum, hat über 5000 Beschäftigte, ist ein Familienbetrieb. Mhm. Und Familienbetriebe werden völlig anders geführt. Wunderbar, dass Sie das sagen. Ja. Da gibt es nicht diese absurden Erwartungen, ja, dass der Gewinn 20% oder genau, mehr betragen muss. Also ich bin ein großer Anhänger des guten alten Unternehmertums. Das heißt, was meine ich damit? Im Mittelstand, den wir vor allem in Süddeutschland oder den Sie in Österreich haben, Mittelstand heißt, es sind kleinere Betriebe, so zwischen 50 und 5000 Beschäftigten. Und da ist es oft so, dass es eben dass es noch persönliche Eigentümer gibt, Familien oder einen Chef. Und in diesen mittelständischen Unternehmen, besonders wenn es Familienunternehmen sind, wie Sie gesagt haben, dort herrscht noch das, ich nenne das mal, das gute alte Unternehmertum. Das heißt, dieser Unternehmer will, dass seine Firma langfristig gute Geschäfte macht. Und dieser Unternehmer weiß, weil er ein guter Unternehmer ist, wenn er langfristig gute Geschäfte machen will, braucht er eine Belegschaft, die nicht laufend Angst hat vor Kündigung, sondern die sich in seinem Betrieb wohlfühlt. Und wenn sie sich wohlfühlt, die dann auch fleißig arbeitet, weil sie sagt, wir freuen uns, in diesem Betrieb zu sein, wir identifizieren uns nicht mit dem Betrieb. Das hat es mal früher gegeben, dass Arbeitnehmer gesagt haben, ich bin ein Opelaner, also ich gehöre hier zu Opel und das ist ein Teil meiner Identität. Nicht? Oder ich bin einer vom Bosch. Nicht? Oder ich bin einer vom Daimler. Das war noch dieses alte unternehmerische Konzept, wo man wusste, ich bin hier sicher, ich werde wertgeschätzt, man behandelt mich nicht wie jemand, den man sofort wieder kündigen, hire and fire, sondern und dann identifizieren sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit ihrer Firma. Und deswegen haben diese Betriebe, die Sie gerade genannt haben, also vor allem Familienbetriebe, da ist es noch voll intakt, ja. Und wo wir die Probleme haben, das sind eben diese aktiennotierten, diese börsennotierten Unternehmen, die sind diesem kapitalistischen Wahnsinn unterworfen, nicht? Und die haben dieses Problem. Allerdings muss man Folgendes sagen, zum Beispiel viele öffentliche Unternehmen, also Krankenhäuser, bestimmte Verwaltungen, Stadtverwaltungen und so weiter, die sehen, was da in der Wirtschaft abläuft mit den permanenten Umstrukturierungen und jetzt wollen die nicht altmodisch sein und sagen, ja, das ist ja jetzt modern, permanent umzustrukturieren, die Leute permanent umzusetzen, ja, keine langfristigen Arbeitsverträge mehr zu geben, das gilt jetzt plötzlich als schick und jetzt fangen auch Chefs in öffentlichen Betrieben in Deutschland an, genau den gleichen Schwachsinn zu machen, natürlich mit der Folge, dass sie die Human Resources, also die Gesundheit der Belegschaft ruinieren. Also leider färbt das jetzt quasi auch ab von den börsennotierten Unternehmen rein in Bereiche, die eigentlich das gar nicht machen müssten. Ich möchte noch einmal ganz kurz, bevor wir jetzt schon bald zum Schluss kommen, noch einmal unterstreichen die beiden zentralen Begriffe, die wir auch in den Titel genommen haben, Kollegialität und gute Führung. Mhm. Also Kollegialität, schreiben Sie, das heißt freundliche Stimmung am Arbeitsplatz, auch gute Laune, Charme und Humor sind nicht verboten. Man muss sozusagen nicht die schlechte, die miese Stimmung pflegen, ja, an der Garderobe abgeben. Ja. Ja. Und ganz wichtig der Hinweis, kollegiale Unterstützung, sagen Sie, ist einer der wichtigsten Schutzfaktoren für die Gesundheit am Arbeitsplatz. Ja, absolut. Also es sollte
Man sollte als Vorgesetzter oder als Vorgesetzte nicht hergehen und glauben, dass wenn ich im Team eine scharfe Konkurrenz produziere, ja, also Spalten nennt man das, nicht, dass da der eine Teil des Teams im permanenten Feindseligkeit mit dem anderen Teil des Teams ist, ja, dass ich da Teile der klicken Belegschaft also klicken, gegeneinander ausspiele. Dieser Führungsstil ist unsinnig, weil der verschleißt Kräfte und man weiß, dass die dadurch produzierte schlechte Kollegialität auch auf die Gesundheit durchschlägt und dass gute Kollegialität, guter Teamgeist die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schützt. Das ist vielleicht auch noch wichtig, das noch einmal zu unterstreichen, eben warum ist gute Führung wichtig? Eben, weil sie die Gesundheit schützt und unterstützt, aber Sie weisen dann auch noch darauf hin, dass zum Beispiel durch gute Führung die Intelligenz eines Teams gesteigert wird. Ja, also das stimmt. Also Teams müssen ja, wenn sie wirklich kooperieren wollen und dann als Team gute Leistung bringen wollen, müssen die einzelnen Mitglieder in einem Team ja sich aufeinander abgestimmt arbeiten. Nicht? Also ich rede jetzt mal von der Klinik, auf einer Station in der Klinik, wenn da 3-4 Ärzte sind, dann müssen die sich miteinander abstimmen. Die müssen sich auch mit den Krankenschwestern abstimmen. Nicht? Es muss koordiniert gearbeitet werden. Und ich muss verstehen, was die Probleme meiner Kollegin oder meines Kollegen sind. Und ich muss mich ein Stück weit danach richten, damit es nicht laufend gegeneinander läuft, ne? Sondern dass alle Teile abgestimmt, deswegen ist abgestimmt aufeinander arbeiten. Und deswegen ist Empathie wichtig, also Einfühlungsvermögen. Brauchen wir nicht nur in so Humandienstleistungsberufen, wo ich Kunden bedienen muss oder Patienten versorgen muss oder Schüler unterrichten muss, sondern Empathie und Einfühlungsvermögen müssen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter untereinander haben, damit sie als Team funktionieren. Und das ist ganz interessant, man weiß, das hängt mit bestimmten biologischen Dingen zusammen, dass Frauen ein bisschen besseres Einfühlungsvermögen haben als wir Männer. Da können wir nichts dafür, aber wir Männer haben schon auch Einfühlungsvermögen, also wir brauchen jetzt nicht traurig sein. Aber man hat festgestellt, dass wenn man ein Team mit Frauen anreichert, wenn ein Team nur aus Männern besteht, ist der Teamgeist nicht so gut, als wenn man 50-50 hat. Weil Frauen bringen meistens in gemischten Teams, bringen die Frauen einen wesentlichen Beitrag zum guten kollegialen Teamgeist und dann steigert sich auch die Leistung des Teams. Das kann man in Experimenten zeigen. Und noch ein letzter Punkt. Durch gute Führung wird auch die Bindung an das Unternehmen und an die Arbeit gefördert. Ja. Also das Gegenteil ist die innere Kündigung, dass man zwar schon noch dort ist. Ja. Aber ja, also es ist halt so hier in Mitteleuropa, dass ein Drittel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sagt, wenn man sie fragt, wie finden sie denn eigentlich ihre Arbeit, sagt ein Drittel, meine Arbeit ist schlecht. Und das ist eigentlich nicht etwa ein Drittel. 25%, also ein Viertel, sagt, ich bin chronisch erschöpft. Nicht? Und mehr als ein Drittel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Mitteleuropa sagt, diese Arbeit, die ich jetzt gerade mache, kann ich nicht bis zum Rentenalter durchhalten. Nicht? Und das sind die Problembereiche. Das heißt, wir müssen schauen, wie können wir so etwa zwischen ein Viertel und ein Drittel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind am Arbeitsplatz in einer kritischen Situation. Und hier müssen wir schauen, dass da Verbesserungen stattfinden, weil das sind Gesundheitsrisiken. Und das sind am Ende auch volkswirtschaftliche Kosten. Mhm. Nicht? Wenn wir heute in Deutschland gucken, wer wird früh berentet? Sind ja viele, die früh berentet werden. Und warum werden die früh berentet? Dann zeigt sich, dass inzwischen 41% der Frühberentungen durch chronische Stresserkrankungen bedingt sind, also durch psychische Stresserkrankungen bedingt sind. Und damit stehen quasi die durch Stress verursachten Erkrankungen an der Spitze der Erkrankungen, die vorzeitigen Ruhestand verursachen. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Arbeitsplatz gesund bleiben können. Und da müssen alle mithelfen. Natürlich, dass sie nicht nur die Arbeitgeber gefordert
für Effort-Reward-Balance zu sorgen, für Demand-Control-Balance zu sorgen, sondern natürlich sind auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selber gefordert, nicht? Da wird auch sehr viel Ruin an der Gesundheit betrieben. Da kehren wir jetzt zum Anfang unseres Gesprächs zurück. Es ist wichtig, dass wir genügend Schlaf haben. Unser Körper braucht Schlaf und wir können tagsüber nicht leistungsfähig sein, wenn wir die halbe Nacht am Internet sind. Internetsucht ist ein großes Thema inzwischen, nicht? Auch Kinder und Jugendliche können morgens nicht in der Schule fit sein, wenn sie die halbe Nacht im Internet unterwegs waren und Spiele gespielt haben oder Facebook bis zum Anschlag, nicht? Also ist ganz wichtig Schlaf. Bewegung ist wichtig, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dafür schauen, dass sie zweimal in der Woche ein bisschen Sport machen, nicht? Gesunde Ernährung ist wichtig. Suchtmittel vor allem unter der Woche reduzieren, nicht? Also möglichst zwischen Montag und Freitag, Mittag keinen Alkohol, nicht? Und wenig Tabak. Das sind alles Dinge, die haben auch damit zu tun, nicht? Und vor allem ist wichtig für die Gesundheit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gute soziale Beziehungen im Privatleben. Das ist nämlich auch so ein Punkt, nicht? Wenn ich einen anstrengenden Beruf habe und ich habe permanent Stress zu Hause, laufender, permanenter Beziehungsstress, das kann nicht gut gehen, da werde ich auch krank. Ne? Gute persönliche Beziehungen sind auch ein Schutzfaktor und wir sollten unsere privaten Beziehungen auch pflegen. Ich schaue auf die Uhr und denke, dass wir an dieser Stelle jetzt kurz einen Punkt machen müssen, bevor Sie zu Wort kommen mit Ihren Fragen oder Beiträgen oder Anliegen. Ich möchte Ihnen aber noch kurz einen Überblick geben, was Sie in diesem Buch finden. Also das Buch hat ungefähr gut 200 Textseiten und dann noch einmal 60 Seiten mit Literaturhinweisen, Stichworten, Fußnoten, eben weil es einfach wissenschaftlich fundiert ist und nicht sozusagen nur aus dem Finger gesogen. Das Buch hat 7, wie ich finde, ganz unterschiedliche Kapitel. Das erste Kapitel heißt Die Arbeit und das Leben. Da geht es um eine Einführung, ob man bei der Arbeit Resonanzerfahrungen machen kann oder die Arbeit als entfremdet erlebt. Das zweite Kapitel heißt Arbeit trifft Gehirn, die neurobiologische Klaviatur der Arbeit, also wo die neurobiologischen Grundlagen, das Motivationssystem, die Stresssysteme erläutert werden. Das dritte Kapitel heißt die Vermessung der Arbeit. Da liefert Joachim Bauer ganz viele Zahlen zu Arbeitsformen, wie man sie heute vorfindet, also atypische Arbeit, prekäre Beschäftigung, Niedriglöhne, Armutsrisiko, wöchentliche Arbeitszeiten, Mobbing, Arbeitsplatzunsicherheit und so weiter. Ich habe das persönlich als das bedrückendste Kapitel empfunden, weil die Zahlen wirklich erschreckend zeigen, wie schlimm es zum Teil in unserer Arbeitswelt ausschaut und wie viele krankmachende Faktoren dort wirksam sind. Im Kapitel 4, das heißt Burnout, Depression und das gestresste Herz, da wird vor allem auch das sehr präzise erläutert, der Unterschied zwischen Burnout und Depression und die Übergänge dazu und die verschiedenen Modelle und wie man das alles einfach empirisch auch nachweisen kann, eben dass das keineswegs nur Modediagnosen sind. Dann das fünfte Kapitel heißt von der industriellen Arbeitswelt zur Kultur des neuen Kapitalismus. Das beschreibt genau diese Veränderungen, die Sie erwähnt haben, die erst in den letzten 30 Jahren passiert sind. Wir, die älter sind, kennen ja noch Arbeitswelt, wie sie eben in den 70er Jahren ausgeschaut hat, aber eben unmerklich in den 80er Jahren hat es begonnen, dass eher die Kapitalinteressen, die Verwertung des Kapitals vordergründig wurde und damit der Arbeit geschadet wurde. Dann Kapitel 6 ist sozusagen ein Kapitel über die Kulturgeschichte der Arbeit. Joachim Bauer beginnt da ganz früh mit der Erfindung der Arbeit vor 12.000 Jahren und beschreibt dann, also das habe ich auch wieder, das habe ich jetzt wieder sehr leicht, sehr anregend gefunden zu lesen, eben zum Beispiel wie Arbeit im antiken Griechenland oder in Rom
bewertet wurde oder in der jüdisch-christlichen Tradition, was Martin Luther und Calvin aus der Arbeit gemacht haben, wie dann Bacon, Locke, Hume, Smith, Hegel, Ricardo, Marx die Arbeit gesehen haben. Und es endet mit einem Hinweis auf die Enzyklika, die Papst Johannes Paul II. Über die Arbeit geschrieben hat, also eine kurzgefasste Kulturgeschichte der Arbeit. Und das siebente Kapitel, das beschreibt personale, betriebliche und politische Perspektiven und die Bedeutung der Erziehung. Das finden Sie alles in diesem Buch, das meiner Meinung nach das Beste ist, was es derzeit zum Thema Arbeit gibt. Ja. Ja, was ich finde, was gefällt hat, ist einfach die Bildung. Und zwar, das finde ich sehr wichtig, weil Arbeit ist für mich, ich finde, Arbeit hat mittlerweile schon sehr einen negativen Touch. Und zwar, Arbeit wird immer verbunden mit Leistung, was ich sehr schlecht finde, weil Arbeit ist für mich eigentlich etwas, man sollte nicht so einen riesen Unterschied machen zwischen Arbeit und Freizeit. Mhm. Arbeit sollte etwas sein, wo sich der Mensch verwirklichen kann, wo der Mensch auch leidenschaftlich sein kann und nicht nur irgendwas bringen muss. Und das wird mit der Bildung... Ja. So wie sie bei uns ist, einfach schon zerstört. Und zwar die Kinder werden irgendwo reingeworfen, man wirft einer Bücher an und sagt, so ist es richtig, so ist es falsch, so müssen ihr das lernen. Also man will eigentlich nur, dass die Menschen funktionieren in einem System, dass das System, so wie es heute ist, erhalten bleiben kann. Und das also finde ich ein Riesenproblem einfach. Der Zusammenhang zwischen Bildung und Arbeit ist enorm wichtig und deswegen bin ich sehr dankbar, dass Sie das angesprochen haben. Erstmal kann man zeigen, dass es gerade einen geradezu gnadenlosen Zusammenhang gibt zwischen Bildung und der Chance, hinterher überhaupt Arbeit zu bekommen. Und es gibt einen gnadenlosen Zusammenhang zwischen Bildung und der Chance, gute Arbeit zu bekommen. Und gute Arbeit, damit meine ich eben das, was Sie auch gemeint haben. Eine Arbeit, wo ich mich verwirklichen kann, mit der ich mich identifizieren kann, die mir Freude macht, die variantenreich ist, nicht? Und die mich nicht entfremdet, also nicht eine monotone Arbeit, wo ich etwas mache, was mich gar nicht machen muss, was mich gar nicht interessiert. Das meinten Sie, glaube ich, ne? Und natürlich wäre es schön, wenn alle Menschen eine Arbeit machen könnten, die sie erfüllt und befriedigt, nicht? Das ist, glaube ich, noch ein längerer Weg dahin, dass wir das schaffen. Aber es ist auf jeden Fall richtig, und da stimme ich Ihnen hundertprozentig zu, dass wenn ich keine Bildung habe, dann bin ich auch nicht, habe ich die Voraussetzungen nicht, eine Arbeit zu bekommen, die eben mir die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung gibt, nicht? Und die Menschen, die keine Ausbildung haben, sind dann meistens hinterher gezwungen zu nehmen, was kommt. Und das sind dann oft Arbeiten, die wenig erfüllend sind, oft sehr stark entfremdete Arbeiten sind. Nicht? Ich weiß nicht, ob wir entfremdete Arbeit jemals ganz abschaffen können. Das war ja eine große Vision von Karl Marx, nicht, aber auch schon von Friedrich Hegel, dass alle Menschen eine erfüllende Arbeit machen. Es ist ein Traum, wo wir hinwollen, nicht? Dass alle Menschen eine erfüllte Arbeit haben. Ich weiß nicht, ob wir den mal verwirklichen können. Was wir jetzt aber als Konsequenz aus diesen Erkenntnissen, die wir miteinander hier gerade angesprochen haben, mitnehmen müssen, ist, dass wir unbedingt unseren Kindern helfen müssen, eben ihre Bildungschancen auch zu ergreifen. Also wir brauchen gute Ausbildungssysteme, und zwar nicht erst die Schule, sondern schon davor. Wir wissen, dass sich viele Bildungsschicksale schon, oder dass sich das Bildungsschicksal nicht erst auf der Schule, sondern schon in den Jahren davor entscheidet. Nicht, ob das Kind sprachlich zum Beispiel gefordert wird oder ob es vor einem Bildschirm abgelegt wird. Nicht, ob also jemand da ist, der mit dem Kind tagsüber spielt, ob das Kind soziale Gemeinschaft hat. Das heißt, wir brauchen Kindergärten und wir brauchen da, wo die Eltern die frühkindliche Betreuung nicht leisten können, auch Kitas. Nicht?
Weil in diesen, weil wenn Kinder in diesen 5, 6 Jahren, bevor die Schule losgeht, vernachlässigt werden und nicht Anregungen erhalten, sprachliche Anregungen oder auch Anregungen, ihre soziale Kompetenz zu entwickeln, dann sind viele Würfel schon gefallen, wenn sie überhaupt in die Grundschule eintreten. Und dann haben sie da schon ein Handicap und können sozusagen den Weg gar nicht richtig mitgehen, den die Schule dann vorgibt. Ja. Und dazu gehört natürlich, dass wir unseren Kindern helfen, dass wir ihnen die richtigen Strukturen, Bildungseinrichtungen bieten, aber auch, dass wir den Kindern deutlich machen als Eltern, wie wichtig Bildung ist. Also mein Eindruck ist, vor allem in Deutschland, dass viele Eltern ihren Kindern den Eindruck vermitteln, der ganze Bildungsweg durch die Schulen, das muss alles nur Spaß machen. Von früh bis spät, das muss locker flockig sein. Und wenn das nicht Spaß macht, dann ist der Lehrer schlecht. Ja? Also so funktioniert das nicht. Das ist eine völlig abseitige Geschichte, sondern es soll Spaß machen. Und wir trainieren zum Beispiel in Freiburg, von Freiburg aus in ganz Baden-Württemberg Lehrkräften, um ihnen zu zeigen, welche Dinge sie tun können, damit die Kinder motiviert sind und dass es ihnen Freude macht zu lernen. Aber wir müssen den Kindern auch sagen, dass sie ab und zu mal einfach sich auch anstrengen müssen. Das heißt also wegzulassen, dass auch Kinder mit 8, mit 12, mit 15, mit 18 Jahren immer wieder auch Anstrengungsbereitschaft mitbringen müssen, damit das Ganze gelingt und dass es nicht 24 Stunden am Tag Spaß gibt, das ist ein Teil der Wahrheit. Ja. Und deswegen habe ich so ein bisschen Zweifel an den Glückspropheten, die da momentan in Sachen Bildung momentan sagen, ja, also ich will jetzt keine Namen nennen, aber da sind so ein paar Kollegen unterwegs, die so tun, als sei eine Schule, wenn das Kind nicht Spaß hat permanent und begeistert ist, ja, Begeisterung muss immer da sein, ja, dann sei die Schule schlecht, ja. Also das halte ich ziemlich für realitätsfremd. Ich bin Vater von 2 Kindern, ich war Elternbeiratsmitglied in den 13 Jahren, wo die beiden oder 15 Jahren sind mit 2 Jahren Abstand, also ich war 13 Jahre lang 15 Jahre lang insgesamt Vater von schulpflichtigen Kindern. Und es ist einfach, wenn man weiß, mal selber gesehen hat, wie Kinder drauf sind, dann weiß man, dass nicht alles nur mit Spaß und Freude gehen kann, sondern dass man dem Kind ab und zu auch mal sagen muss, jetzt ist auch mal Anstrengung angesagt, jetzt musst du dich da mal durchbeißen. Ne? Zum Beispiel, wenn sie Englisch lernen, Englischvokabeln, das ist halt kein Begeisterungsprogramm. Ja? Das ist halt so. Ja. Und wenn Sie den Satz des Pythagoras haben und Sie müssen dann bei Dreiecken das dann berechnen, ja, das muss nicht unbedingt jedem Kind Begeisterungsstürme auslösen. Ist trotzdem sinnvoll. Ja. Und deswegen, ich denke, also Bildung und der Bildungsweg in der Schule ist eine Mischung aus Freude und Begeisterung und dann immer wieder auch mal sich durchbeißen und anstrengen. Und was wir in Deutschland momentan weglassen, ist, dass wir den Kindern sagen, es gehört auch Anstrengung dazu. Und wenn wir versündigen uns am Kind, wer glaubt, dass das Kind, dass man ein toller Vater, tolle Mutter ist, wenn man dem Kind sagt, es muss dir alles Spaß machen, der ist überhaupt kein guter Vater und keine gute Mutter, weil der schadet dem Kind. Ich habe das oft erlebt, dass meine Kinder nach Hause kamen und sich geärgert haben über Lehrer. Alle Schüler ärgern sich über Lehrer. Und dann muss man halt genau hin mit dem Kind ein Gespräch suchen. Was ist denn jetzt gewesen? Und es gibt dann schon mal Fälle, wo der Lehrer sich wirklich blöd benommen hat und wo man vielleicht als Vater hingeht und sagt, ich möchte mit Ihnen mal sprechen. Wie ist denn das können? Muss das so sein, dass Sie das so und so machen? Können Sie das nicht ein bisschen geschickter machen? Das gibt es schon mal. Aber viel häufiger ist, dass man dem Kind sagen muss, du hör mal, der hatte einen guten Grund, warum er dich da kritisiert hat, der Lehrer, ja. Und du wirst auch später im Arbeitsleben nicht immer Vorgesetzte haben, die du heiraten möchtest, sondern du wirst auch später im Leben mit Menschen, mit Kollegen und auch mal mit Vorgesetzten zurechtkommen müssen, die nicht so deine Kragenweide sind. Du musst dich arrangieren und das kannst du schon in der Schule ein bisschen lernen. Ja, also es braucht Feingefühl. Ne? Also ich bin froh, dass wir die Pädagogik nicht mehr haben, die ich noch erlebt habe. Da wurde gar nicht gefragt. Ne? Wir wurden in der Schule, in der Grundschule, haben wir sogar noch erlebt, dass Lehrer geschlagen haben. Das war völlig okay damals, ja. Und Gott sei Dank haben wir diese sogenannte schwarze Pädagogik nicht mehr. Und zu der will ich auch nicht zurück.
Aber was wir jetzt haben, ist so ein bisschen das Umschlagen ins andere Extrem. Ja? Und meine Frage ist, ob wir den Kindern damit wirklich nützen. Denn wenn wir sehen, wie wichtig Bildung für die spätere gute Arbeit ist, dann habe ich manchmal das Gefühl, wir helfen unseren Kindern zu wenig, einen guten Bildungslauf zu kriegen. Ne? Auch wie wir öffentlich über Bildung reden, es ist ja völlig uncool, sich in der Schule anzustrengen. Ne? Gucken Sie mal in die Klassen rein. Die Wortführer sind die, die sagen, das interessiert mich gar nicht, die zum Lehrer Arschloch sagen. Ja? Und zur Lehrerin, du Nutte, du Schlampe. Das sind Worte, die heute gang und gäbe sind in deutschen Schulen. Ich weiß nicht, Sie in Österreich sind sicher, tu Austria Felix, Sie sind sicher, ja, Sie sind natürlich besser dran, ja. Aber wir in Deutschland haben da echte Probleme. Und dass das quasi uncool ist, sich in der Schule anzustrengen, Bildung mitzunehmen, dass das gar nicht mehr, das ist ein Problem, finde ich, ja. Und da müssen wir Eltern auch ein bisschen dagegenhalten und sagen, du hör mal, das ist wichtig. Die meisten Kinder, was ich meinen Kindern oft gesagt habe, ist, weißt du eigentlich, dass die meisten Kinder auf dieser Erde nicht zur Schule gehen dürfen? Ja? Weißt du, dass die meisten Kinder mit 10, 11 Jahren anfangen müssen zu arbeiten auf der Welt? Den Eltern helfen, nicht? So wie es früher bei uns ja auch noch war, auf der Landwirtschaft, da mussten die Kinder nachmittags Kartoffeln, ne, machen und so weiter. Und das, die meisten Kinder global haben nicht dieses Privileg, auf eine Schule zu gehen, das ist ein Privileg. Und dann haben meine Kinder mich ganz groß angeguckt und haben, da habe ich gemerkt, aha, jetzt hat es Klick gemacht. Ne? Da, also das heißt, auf eine Schule gehen zu dürfen, ist ein Privileg und das machen wir unseren Kindern zu wenig deutlich, dass sie das auch ausnützen müssen. Ne? Später, wenn der Zug dann abgefahren ist, wenn die Kinder dann 16, 17 sind und keinen Abschluss haben, dann müssen sie mit teuren Kursen, die viel Geld kosten, alles nachmachen. Weil dann leider begreifen sie es dann mit 20 oder 25, begreift man dann, obla, ist ja doch wichtig, was zu lernen im Leben. Und jetzt, was mache ich jetzt? Ja? Und dann muss man quasi das mühsam, was man hätte mit 12, 14, 16, locker mitnehmen können, das muss man dann in Kursen, Abendschule und so weiter mühsam nachmachen. Und ich glaube, da müssen wir mehr im Kontakt sein mit unseren jungen Leuten. Aber ich will jetzt noch mal hören, was Sie da drauf sagen, weil Sie wollen darauf was sagen. Ja. Ja. Okay. Ja, ich finde generell sollte man sich aber auch mal fragen, dass ich traue mich zum Behaupten, dass sicher 90% von der Schüler nicht gerne in die Schule gehen. Und ich finde, das ist ein Riesenproblem. Und das hat sicher auch mit dem zu tun, wie die Schule ist, weil Bildung ist wichtig, ich würde gerne lernen. Ich finde, das sieht man an Kindern. Ich glaube, jedes Kind, wo sich die Eltern viel damit beschäftigen, will lernen. Das fragt jeden Tag und fragt, warum ist der Himmel blau und warum ist das so? Das will die Welt kennenlernen. Aber in der Schule, finde ich, ist es großteils so, dass das einfach auch zerstört wird. Weil man die eigentlich nur darauf vorbereitet, dass du später in irgendeinem Beruf arbeitest, wo du einfach funktionieren musst. Man stellt in eine Bank hin, ja, und du musst einfach das erbringen, was du erwartet. Das ist genau der Eindruck, den diese Propheten momentan verbreiten, dass die Schulen so schlecht seien. Gehen Sie doch mal in eine, kennen Sie Grundschullehrerinnen? Ich kenne Tausende, weil ich Kurse mache mit ihnen. Wir haben die übergroße Mehrheit in Deutschland, sind Lehrer in den, und sicher auch bei Ihnen, das sind Lehrerinnen und Lehrer voller Begeisterung, voller Liebe zu den Kindern, auch in den Gymnasien, ja, die wollen einen witzigen, guten Unterricht machen, die bemühen sich extrem bis zum Anschlag einen interessanten Unterricht zu machen, nicht? Und wenn dann einer rumgeht und in Fernsehshows und in Büchern schreibt, dass unsere Schulen Kadettenanstalten seien, das ist Militär, ne? Kadettenanstalten sind Offiziersschulen. Ja, also dann frage ich mich, wo ist denn der unterwegs? Hat er schon mal eine Schule von Ihnen gesehen? Wo war der, dass er solche Aussagen macht? Ja. Nicht, unsere Schulen sind keine. Aber wenn das natürlich im Fernsehen läuft, ja, dann ist klar, was das für Wirkungen hat. Das heißt, Leute, die so reden, die richten den allergrößten Schaden an den Schulen an, den man anrichten kann. Also auch Lehrkräfte brauchen Wertschätzung und Anerkennung. Und wenn jemand so einen Unsinn sagt, ja, wie diese Propheten, dann ist es sozusagen das Massenprogramm, um Lehrer ins Burnout zu schicken. Wenn ich bin Arzt, ja, wenn Propheten rumlaufen würden und sagen würden,
alle Ärzte sind Halsabschneider und machen alles nur, um Menschen krank zu machen, Kunstfehler und so weiter. Wenn das quasi zum täglichen Fernsehprogramm wird, ja, dann können sie mich auch Burnout machen. Dann werde ich nämlich irgendwann sagen, der Beruf macht mir keinen Spaß mehr. Und man kann mit solchen Dingen die Meinungen der Massen beeinflussen und vor allem die Meinung der Kinder beeinflussen. Das heißt, wenn die im Fernsehen hören, dass ihre Schulen nichts taugen und Kadettenanstalten sind, dann gehen die natürlich am nächsten Morgen hin und dann sagen die, jetzt wollen wir es mal zeigen. Ne? Und so funktioniert Bildung nicht. Das heißt, es müssen alle zusammenhalten. Eltern, Schüler, wir müssen unsere Kinder lieben und mögen und wir sollen sie nicht quälen, ja, wie früher mit der schwarzen Pädagogik. Aber es muss ein gemeinsames Zusammenwirken von Eltern, Schülern und Lehrern geben. Und was wir heute in Deutschland haben, ist, dass die Eltern oft nur noch gucken, was macht der Lehrer falsch. Ja, nicht? Was hat er heute wieder? Und die Kinder wissen das, sie brauchen nur ein bisschen zu klagen, zack, ist der Vater schon auf 150, rast in die Schule und macht Terror. Ja. Und so funktioniert keine Schule. Ich bin Betriebsrat, mir wird heute interessieren, wie der Anteil zwischen Arbeitgebervertreter und Arbeitnehmervertreterinnen ist da beim Publikum. Also wie viele Arbeitgeber sind hier, möchten Sie fragen? Also. Ein knappes Dutzend ungefähr. Ja. Ja, ein Dutzend ungefähr. Das andere wären Arbeiter und Angestellte. Ja. Also mir ist sehr wichtig, das zum Anlass zu nehmen, nochmal zu sagen, dass ich ein Unterstützer guter Arbeitgeber bin. Also ich möchte nicht hier eine Stimmung verbreiten gegen Arbeitgeber, im Gegenteil, ja. Wenn wir diese Leute nicht hätten, die Start-up-Unternehmen machen, Betriebswirte, die dann ihre Dynamik einbringen in der Führungsebene von Betrieben, die Innovationen durchsetzen können, die dafür sorgen, dass ein Unternehmen gute Geschäfte macht, das ist was Gutes, weil dort, wo Unternehmen wirklich gute Geschäfte machen, dort sind Arbeitsplätze sicher, ja. Und so funktioniert die Geschichte, nicht? Das heißt, wo wir richtige Unternehmer haben, die sich als Unternehmer verstehen oder als Vorstände, als Chefs verstehen, die Firma voranbringen wollen, das ist immer etwas, wenn die Firma insgesamt vorangebracht wird, können dabei auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer partizipieren. Deswegen haben wir ja dann auch Mitbestimmungsrechte und wir haben freie Gewerkschaften, wo ein fairer Lohn ausgehandelt wird, dann läuft die Sache gut. Ja? Der wirkliche Problempunkt ist, sind diese reinen von außen kommenden Kapitalinteressen, die in die Firmen sozusagen eindringen und dort sozusagen betriebswirtschaftlich unsinnige Dinge veranstalten. Also die dann Veränderungen innerhalb Kapitalanleger, die innerhalb der Betriebe, die sie sich gekauft haben, Dinge machen, die am Ende diese Firma ruinieren. Auch betriebswirtschaftlich ruinieren. Ja? Und dafür gibt es viele Beispiele. Wenn Sie das nicht glauben, weil Sie sagen, der Herr Bauer, der ist ja sowieso kein Wirtschaftsexperte, dann lesen Sie mal Richard Sennett. Ja? Richard Sennett ist ein Wirtschaftsexperte. Forscht schon seit mehreren Jahrzehnten darüber, wie Unternehmen in Amerika, in England und in Mitteleuropa funktionieren. Und da gibt es ein ganz kleines Bändchen, da müssen Sie nicht 600 Seiten lesen, sondern ein ganz kleines Bändchen mit weniger als 200 Seiten, ein ganz dünnes Taschenbuch, das heißt die Kultur des neuen Kapitalismus. Und das habe ich hier auch zitiert und ich habe einige Gedanken auch, habe Sennett natürlich immer zitiert. Ja, ich mache es ja nicht so wie manche Leute, die in Deutschland Doktorarbeiten geschrieben haben. Lesen Sie mal Richard Sennett, da gehen Ihnen die Augen auf, weil das ist tatsächlich ein System, ja, diese Kultur des neuen Kapitalismus. Das bedeutet, dass Leute, die eigentlich mit der Wirtschaft selber gar nichts am Hut haben, sondern Finanzjongleure sind, dass die eben mit ihren Kapitalmacht reingehen in die Realwirtschaft und die Realwirtschaft ruinieren
nur um ihr Kapital zu vermehren. Und das ist das, was uns allen Sorgen und Angst machen sollte, dass wir momentan sehen, dass ein abgehobener, nicht mehr im Kontakt mit der Realwirtschaft stehender Finanzkapitalismus die Realwirtschaft ruiniert. Und das ist ein Prozess, der eigentlich jedem Unternehmer Sorgen machen muss. Weil das ist eben, ist im Grunde eine antiunternehmerische Zerstörungsstrategie, die da läuft. Nicht? Und da sollten wir wachsam sein und dagegen müssen wir uns wehren. Ja. Noch eine Wortmeldung, ja klar. Dann. Gerade auf das, was Sie jetzt gesagt haben, wie kann man sich dagegen wehren als Einzelner? Und die zweite Frage. Wir haben jetzt eigentlich immer von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gesprochen, aber die Arbeitgeber sind ja auch Menschen mit denselben Bedürfnissen. Ja, ja. Bezieht sich das Buch auch auf Arbeitgeber oder einfach auf Menschen oder auf Arbeitnehmer? Nein, auf beide. Und natürlich sind die gleichen Mechanismen oder Ursachen, die Arbeitnehmergesundheit ruinieren auch Chefgesundheit, Führungskräftegesundheit wird durch die gleichen Mechanismen ruiniert. Und ich habe ja vorhin einmal kurz eben das versucht auch deutlich zu machen, dass oft die Chef- oder die Leitungsebene in Firmen selber unter Druck gesetzt wird, nämlich von der Kapitalgeberseite. Nicht, dass die Kapitalgeber, die Anleger, ganz massiv sagen, was sie sehen wollen. Nicht? Unabhängig davon, ob das betriebswirtschaftlich Sinn macht. Und das sind fatale Dinge, die da laufen. Also schauen Sie, da kommt eine Firma und sagt, okay, wir müssen umstrukturieren. Dann wird eine Unternehmensberatungsfirma genommen. Ne? Da gibt es international tätige Unternehmensberatungsfirmen. Ich nenne jetzt keine Namen, ich könnte sie aber nennen. Und dann wissen Sie, was das für Leute sind? Das sind oft ganz junge Betriebswirte. Die haben selber noch gar keine Erfahrung. Die haben noch keine Firma geleitet, gar nichts. Die können aber kalkulieren. Ja? Die beherrschen Excel und so weiter. Ja? Und, und jetzt gehen die da rein, ohne zu wissen, was eigentlich der Organismus dieses Unternehmens wirklich ist. Ja? Machen da quasi jetzt ihr Ding, also funktionalisieren alles, rationalisieren alles, ne? Unabhängig davon, ob das überhaupt so geht. Also ich will ein Beispiel nennen. Zum Beispiel große Krankenhauskonzerne, da weiß ich sogar ein konkretes Beispiel. Ein großer deutscher Krankenhauskonzern hat genau sich sowas geholt, die haben sich so ein internationales Unternehmensberatungsunternehmen geholt. Die Zentrale sitzt in Berlin. Und da kamen junge Typen, die waren weniger als 35 Jahre alt, ja, und die haben sich diese ganze Struktur dieses Konzerns mit vielen Kliniken in ganz Deutschland angeguckt und haben das quasi jetzt optimiert. Ne? Und zwar so, dass jede Klinik online quasi fast jeden Tag Daten liefern muss an die Zentrale, wie laufen die Geschäfte. Und jetzt wird also ein ganz enges, eingeengtes betriebswirtschaftliche Perspektive wird jetzt da draufgelegt auf dieses Gesamtsystem von einem Klinikkonzern. Ja. Das heißt, so da, wo die Geschäfte dann mal 2-3 Wochen nicht gut laufen, wird sofort was verändert. Da wird dann abgestoßen oder verkauft. Ne? Und das bedeutet zum Beispiel im Gesundheitsbereich, Patienten, die mehrere Diagnosen haben, sind ganz schlecht. Patienten, die alt sind, sind schlecht fürs Geschäft. Warum? Weil die Krankenkassen sogenannte DRGs zahlen, also die zahlen Pauschalen für eine Behandlung. Und wenn sie jetzt aber einen alten Menschen haben, der eine Lungenentzündung hat, dann zahlt die Kasse nur für die Behandlung dieser Lungenentzündung. Der alte Mensch hat aber noch eine Herzinsuffizienz und hat vielleicht noch eine Gehschwäche. Das sind alles Dinge, die im Krankenhaus auch Arbeit machen. Dafür gibt es aber keine Bezahlung. Deswegen ist jemand, der mehrere Diagnosen hat oder alt ist, schlecht fürs Geschäft. Weil die Kassen zahlen dem Klinikkonzern nur die eine Diagnose. Deswegen am besten ist es ganz jung, am besten noch hübsch und eine Lungenentzündung. Ja? Nicht, weil das können Sie zack, das kriegen Sie in 3 Tagen hin, Hochdosis
Antibiotikatherapie, die kann dann ambulant zu Hause weitergeführt werden. Und dann muss in das gleiche Bett am besten der nächste junge Mann reinkommen, auch mit einer Lungenentzündung, isoliert, sonst nichts. Ja. Sobald es etwas älter wird, ja, sobald er schon über 40 ist, wird es schon schwierig. Ja, weil der vielleicht 2, 3 Diagnosen hat, wo 2 Diagnosen mitbehandelt werden, aber nicht, wo die Situation nicht in diesem Bereich nicht so schlimm ist, dass es Geld bringt. Und das heißt, das Ganze, und das, was da an Wahnsinn läuft, das heißt, dieser Klinikkonzern wird getrimmt durch diese Unternehmensberater und dahin getrimmt, dass er im Grunde das, was er machen soll, nämlich kranke Menschen zu helfen, das kann er zum Schluss nicht mehr machen, weil er so unter dem Diktat des schnellen Geschäftemachens steht. Ja? Und das passiert auch mit anderen Betrieben, nicht nur mit Klinikkonzernen, nicht? Dass das Diktat des schnellen Geschäftemachens nicht unbedingt für die Wirtschaft, für langfristige Prosperität eines Unternehmens gut ist. Arbeit, ein großes Thema, nicht nur ein ambivalentes, sondern wo eben sehr viele kulturgeschichtliche, gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche Faktoren darauf einwirken. Ich danke Ihnen, lieber Herr Professor Joachim Bauer, ganz herzlich, dass Sie diesen Abend für uns reserviert haben und uns einen kleinen Einblick in dieses Buch gegeben haben. Vielen Dank. Gerne. Danke.